25 Jahre Jugendgemeinderat Gerlingen ist für einen Jugendgemeinderat doch ein stolzes Alter. Zumal vor 25 Jahren, 30 Jahren einige gedacht haben, na, ob so ein Gremium so lange durchhält. Jetzt muss man dazu sagen, die Jugendgemeinderäte werden ja alle 2 Jahre gewählt. Insofern kommen da auch immer wieder neue Leute rein. Dennoch ist und bleibt es nach wie vor der Jugendgemeinderat in Gerlingen einer von den am besten, würde ich sagen, am besten Jugendgemeinderäte in Deutschland. Nicht, weil er so alt geworden ist, sondern weil aus ihren Kreisen sich etwas entwickelt hat, wo einige Entscheidungsträger vielleicht Angst haben, andere das sehr interessant finden, weil einige der Jugendgemeinderäte finden sich im jetzig aktuellen Gemeinderat wieder. Also die jungen Gerlinger, wie sie heißen, haben bei der letzten Kommunalwahl 4 Sitze erreicht und sind damit nach der CDU und den Freien Wählern die drittstärkste Gruppe. Das ist aber nicht angelegt bei den Jugendgemeinderäten, sondern Jugendgemeinderäte sollen sich eigentlich um die Interessen der Kinder und Jugendlichen in ihrer Kommune kümmern. Und was jetzt bei den Gerlingern neben dem, dass sie so alt geworden sind, wirklich sehr gut läuft, liegt vor allem auch daran, dass sie eine ausgezeichnete Begleitung haben.